In diesem Video geht es also um den Flächeninhalt von Parallelogrammen. Aber warum haben wir diese zerlegungsgleichen Figuren hier noch da aus dem ersten Video? Wir machen uns diese Eigenschaften zunutze. Was haben wir gelernt nämlich? Wir wissen doch, dass dieses Quadrat, das wir hier haben, denselben Flächeninhalt hat wie dieses Schiffchen. Warum? Weil wir das Quadrat nur so zerschnitten und zerstückelt haben und neu zusammengesetzt haben, dass aber dieselben Figuren daraus verwendet worden sind. Und das Gleiche ist jetzt die Aufgabe, die wir hier haben. Ihr habt von mir zwei Parallelogramme bekommen und eines davon klebt dann natürlich als Parallelogramm ins Heft und das andere, das sollte jetzt auch so zerstückeln, dass etwas entsteht, was wir kennen. Bisher kennen wir ein Quadrat und ein Rechteck. Also, man kann quasi ein Parallelogramm so zerschneiden und neu zusammensetzen, dass ein Rechteck oder ein Quadrat rauskommt. Als Tipp, man muss nur einmal schneiden. Das heißt, ihr habt bis morgen zwei Aufgaben. Einmal zerschneiden und was finden, was ein Quadrat oder ein Rechteck ergibt. Und dann natürlich die Flächeninhalte bestimmen. Denn wenn man von einem Rechteck oder Quadrat den Flächeninhalt bestimmen kann, kann man es automatisch dann auch mit dem dazu passenden Parallelogramm. Ist ja zerlegungsgleich. Also, bis zur nächsten Stunde.